Herzlich willkommen zurück. Wie ihr es schon oben sehen könnt, sind wir hier wieder bei Company of Heroes 3 im Koop gegen KI-Modus. Wir suchen uns ein Match. Ich habe vorhin einmal was ausprobiert. Dementsprechend sind hier schon 26 tote Infanterietrupps durch schweres MG und auch einer durch einen 76mm Sherman-Panzer. Das können wir auch in den Einzelspielern abschließen, diese Herausforderung, weil es ist bedeutend einfacher, weil es ganz einfach. Um 50 Kills mit einem MG-Truppe hinzukriegen, musst du ein langes Match spielen, meiner Meinung nach. Oder alleine mit einem 76mm Sherman. Du musst erstmal einen Sherman bauen, den musst du umwandeln in 76er durch die Fähigkeiten der Amis. Und, also deren Forschung. Und der 76er ist ja ein schwerer Panzer, das heißt, du musst erstmal bis zu den schweren Panzern kommen. Und in den meisten Fällen ist dann durch das Thema Siegmarken das Gefecht fast schon beendet und du kriegst hier kaum noch was hin. Dementsprechend mag ich lieber die Gefechte mit Auslöschung, dass man wirklich die Basis, das Hauptquartier vom Feind zerstören muss. Und das hatte ich mal ausprobiert, ob der das auch so annimmt, als wäre das, weil hier steht Mehrspieler-Match. Aber wenn du im Einzelspieler spielst, kannst du auch hier diese zwei Aufträge zum Beispiel, zumindest da, wo halt jetzt nicht Mehrspieler steht, die auch abschließen oder zumindest hier einen Fortschritt erzielen. Und das ist da natürlich viel einfacher, ne? Wenn du den Feind in die Enge drängst, den mit MGs zusetzt, ne? Oder deine MGs hinsetzt und dann einfach deine MGs arbeiten lässt, ne? Jo, wir haben zwei Unterstützungen. Wir sind zweimal US-Streitkräfte und einmal British Forces gegen einmal Wehrmacht und zweimal Afrika-Korps. Ich bin gespannt. Nun lad doch schneller. Ich bin relativ ungeduldig bei sowas. Ich bin gespannt. Ich will nämlich loslegen. Oi, er ist durch mit dem Laden. Na endlich. So, let's go. Direkt hier. Da kriegen wir nämlich die Bazooka Squads, wenn ich mich nicht irre. Genau, hier kriegen wir Mörser, Schützen, ne? Das ist jetzt nicht so das Wichtigste, finde ich. Ich finde den Bunker von den Amis nicht so schön, ne? Oben nur eine Plane. Weiß ich nicht. Ist natürlich cool, du kannst einfach runter machen, dich sieht keiner, ne? Oder bist dann wahrscheinlich unentdeckter. Aber hier, der hier, mit Wellblechdach. Oben ein paar Sandsäcke drauf. Ich hätte aber komplett Sandsäcke oben drauf gelegt. Ganz ehrlich, so kann von oben dann schwerer was durchkommen. Und ja, sonst. Großes Sichtfeld, aber da kannst du natürlich auch easy reinkommen. Nun gut, wo ist unser Trupp? Erstmal den hier. Priorität setzen.
2 MG-Trupps Bill. Damit sichern wir hier hoffentlich die City, ne? Hier, wenn wir hier 2... Das ist Motorrad, das höre ich. Das erkennen wir am Geräusch. Sag ich doch. Da ist er. Motorrad plus Infanterie. Wie schnell er einfach rückwärts fährt. Und wie man beim Rückwärtsfahren einfach gar kein Motor mehr hört. Verrückt. Rückzug. Heavy machine gun has been requisitioned. Scouts have deployed into the field. Da sitzt es im Game. Schwierig, die... Was? So schnell ging das? Scheiße, ne. Junge, die haben die so schnell auseinandergenommen. Ey, das glaubst du ja gar nicht. Ey, das kannst du dir nicht ausmalen. So, da drauf. Zack, zack. MG umverlagern. Ja, einmal hier von hinten ein bisschen reinschießen, wenn das geht. Da, der dreht sich schon um, also klappt das. Die Distanz ist auf jeden Fall dann schon mal hier nicht zu groß. Oh, fuck. Fuck, wir brauchen das hier. Ne, da sind zu viele Feinde, da kommen wir nicht dran. Los, mitkommen nach hier oben. Zack, zack, Junge. Mensch, ey. Ja.
Okay, outside. Prepare to move. Komm, raus da! Rückzug und heilen lassen. So der Plan hier. Was? Feind bei uns? Der soll da mal angreifen gehen. Ja, machen die auch so. Komm, nur ein Schuss. Waren es sogar zwei, die getroffen haben. Einer war nur nötig. Umso besser. So, die Jungs hier auch in voller Deckung gehen. Die erhalten die Stellung. Aber da ist wieder ein Fahrzeug, wie ich sehe. Das heißt, Angriff für die Jungs. Los, an die Front. Sonst verlieren wir. Sehr schön, die haben wir auch geschafft. Na, die machen das auf closestens, kriegen die das nicht hin. Sag ich dir, wie es ist. Sehr schön. Rennen, 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 rennen. Anti-Fahrzeuggranate fliegt und Rückzug. So, und der Bazooka-Trupp, der muss hier ordentlich mal austeilen. So läuft das hier halt. Bitte geh auf dieser Seite raus. Bitte geh auf dieser Seite raus. Jungs, bitte. Danke. Rückzug. MG wieder an die Front. Das sitzt schon hier oben. Also der einmal hierher. Wohl, bring den doch da. Schöne Kreuzung. Wohl, da ist noch besser. Oh, das tut weh. Das hat man gesehen. Das hat ordentlich reingehauen. So. Getting the greasers to work. Mechanized upgrade on the way. New recruits in. Rifles reinforced. Wir haben keinen Ingenieurtrupp, den brauchen wir aber, um die Basen zu verstärken, um mehr Ressourcen zu kriegen. Also der Plan. Ein Sniper wäre vielleicht noch ganz lustig. Ui, der nutzt Bunker, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Hier ist auch Map-Ende, ne? Also hält er das hier alleine. Rückzug. Mensch, geh doch in Deckung. Bist du denn blöd oder was? Komm da drauf. Raus da und in Deckung. Scheiße. Scout-Trupp verloren. Ein 30er Kaliber brauchen wir hier. Einmal in die Richtung. Sniper, Angriff, bitte. Guck mal, die Sanitäter rennen und rennen und rennen. Wir haben keine Gewehrgranate. Nicht gut. MG-Trupp ist auch schon wieder halb weg. Das ist einfach nicht gut. So, wir gehen da rein. Wohin zielt er denn? Weiß ich nicht. Ich will da jetzt aber auch nicht reinrennen. Scheiße, und wir sind reingerannt. Rennen, 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 rennen. Dahin bitte, danke. Der muss sich auch heilen lassen, auch wenn wir hier eigentlich einen Bazooka-Squad gut gebrauchen könnten. Ne, du nicht. Du gehst. Du gehst. Du gehst.
Arbeitskraft, bitte. Oh shit, Sniper weg da. Du bist sonst direkt im Arsch. War es ein Sniper, der mal nicht trifft? Mach mal da einen weg. Und noch einen, komm. Sehr schön. Ja, geil, den ganzen Trupp rausgenommen. So, der soll sich selber heilen können. Das ist mir ganz, ganz wichtig hier. Da geht er einmal rein. Der versteckt hier. Der hat schon den. Wir brauchen noch eine weitere Sektion. Die Jungs hier haben keine Deckung mehr, also umpositionieren. Oh, so ein Flak-Ding. Ey, was ist das denn? Senkt die Moral oder was? Flugblätter? Ernsthaft? Sah ganz kurz so aus, ne? Verrückt. Das ist ein Flak. Das ist eine Flak, die muss raus. Die muss wirklich dringend raus. Also Flak ist somit das Gefährlichste, was es hier gibt. So ist das leider. Oh, wir haben hier hinten noch bestimmt was rumstehen. Genau, den Bazooka Squad. Der geht mal hoch und geht da mal ein bisschen mitmachen. Mitmischen hier. Feind vernichten, genau genommen. So. Wir haben die neue Sektion hier auch. Wir holen uns einen Greyhound. Ich weiß, ich will auf den Panzer. Wir haben nur Siegmarken, das ist das Problem. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals einen hier erreichen werden. Genau deswegen will ich hier Panzersperren bauen. Angriff. Der Sniper, bitte, bitte den da raus. Mach den raus. Mensch, das ist der zweite Schuss daneben. Ma, und der nennt sich Scharfschütze. Der schimpft sich Scharfschütze. Ist ja verrückt. Kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. So, Greyhound. Direkt MG aufbauen. Speer freischalten. Sniper. Der Greyhound ist unfassbar schnell. Unverschämt schnell eigentlich. Rückzug. Das war's. Sag ich ja. Tadam. Scheiße. Die Stuck, die marschiert da einfach durch. Die interessiert das gar nicht. Lieber zwei Truppen davon, als von dem einen nur einen. Durch da bitte. Scheiße, Mann. Schmeiß das Ding und dann mach dich weg. Können schon fast zu spät sein. Schnell, schnell, schnell. MG-Bunker, damit die Infanterie auf jeden Fall nicht stärker wird. Rückzug. Ah, zu spät. Scheiße. Fuck. Bitte auch hier einmal dick verstärken. Ja, die kommen dann nachher sowieso durch. Also komm, lass das lieber. Wir setzen da lieber Minen.
Ja, 300 Punkte. Aber der macht hier immer mehr Druck auf unserer Seite. Die setzt hier auf die 1. Bitte hierher, danke. Der lässt sich heilen und auffüllen. Wir brauchen was Besseres als ein Greyhound. So ist es einfach. Ne? Tja. Nice. Ah, ein Chaffee, ich weiß nicht. Ein Chaffee kommt auf jeden Fall nicht mit einem Marder 3 klar, ne? Dafür haben wir die hier. Da muss man auch so sehen. Den angreifen. Unverzüglich. Könnte direkt hier hochkommen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Das MG unterdrückt das MG. Scheiße, auch nicht schlecht. Oh, ne, erstmal auf den hier bitte. Schöne Sache. Ach, die kommen hier über die Treppe hoch. Die habe ich nicht gesehen, das wusste ich nicht. Sondern nach hier hinten. Den hier bitte rausnehmen. Oder den hier, wenn sie eh schon gerade da sind. Feuer! Schön, der ist vernichtet. Zurückziehen, ganz zügig bitte. Und den da angreifen. Ja, damit. Wirbelwind, das ist gar nicht gut. Das ist alles andere als gut. Wirbelwind ist echt mies. Aber der Wirbelwind kommt hier zum Beispiel nicht durch. Ja, da kommt nur ein dicker Panzer durch. Deswegen setzen wir hier, glaube ich, doch lieber nochmal Panzersperren. Aber wenn wir die hier haben und vielleicht hier noch eine Linie ziehen, dann können wir hier auch so einen kleinen Vorkopf bauen, wo wir dann ganz gut mit dem MG noch so zur Seite halten können. Das wäre schon mega. Jungs, Rückzug. Ich dachte, da wäre ein Sanitätstruck oder so. Aber doch, da ist einer tatsächlich. Und der hat eine Reparaturbasis vorgeschoben. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich glaube, wir brauchen noch einfach nur mehr Pioniere, damit das hier läuft. Ah, sehr schön. Wir können die Panzer besorgen. Wir müssen aber erst noch dieses Update machen. Sonst bringen uns die Panzer gar nichts für unseren Fortschritt. Und wir haben nur noch 161 Punkte, ne? Das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Befiehlt der Besatzung in aktivem Zustand auf die Seeschlitze und Luken des Fahrzeugs zu feuern. Alter! Wieso macht man das nicht grundsätzlich? Also ich würde jetzt eher sagen, ich würde nicht halt einfach irgendwo hinballern mit dem Ding, sondern mir das halt schon gut aussuchen, ne? Das wird wehtun. Sehr schön, die Barrikade hier, die steht. So muss das auch sein. Dennoch brechen die Feinde hier durch. Wir haben so viel Munition, wir verminen das ganze Gebiet hier. Wenn das durch ist, die Verminung des Gebiets hier, ne? Haben wir es geschafft, so halbwegs. Wenn ich mich nicht irre, die Dicken, die kommen ja einfach durch. Das interessiert die gar nicht. Hier haben die auch nochmal eine Stuck, eine Dicke. Gebt mir noch 10 Stück. Na gut, die 10 Stück bringen mir jetzt auch nicht weiter, ganz ehrlich. Weiter nach hier, Jungs. Der reicht schon. Ein ganz normaler Angriff reicht. Aber die sind schon unverschämt gut, die Jungs. Muss man einfach so sagen. SE-Barrikade hier einmal stark genug aufbauen. Wenn das steht, können die nur hier durch und hier liegen gleich richtig viele Minen. Und dann hält sich das von ganz alleine. Ja, hier kommt noch ein MG-Bunker hin, hier kommt noch ein MG-Bunker hin. Vielleicht noch ein Mörser-Bunker hier in die Ecke, damit der hier alles mit dem Mörser beschießen kann. Aber dann haben wir es auch wirklich gut.
gehalten hier, ne? Die arbeiten noch weiter, die Jungs. Wo sind die hier? ...112. Ich weiß nicht, ob da noch was wird hier, ne? Bin ich ganz ehrlich. Weiß ich nicht. Zack, MG-Bunker. Das heißt, wir haben bis hier ein MG. Wir haben bis hier ein MG. Das ist genauso hier der Schnittpunkt von denen. Da treffen die sich, ne? Also, der geht sogar ein Stück weiter und trefft sich dann hier. Also, wenn wir hier noch einen MG-Bunker bauen, kommt hier nichts mehr hoch. Außer von hier hinten. Da kommen Minen hierhin am besten. Stacheldraht hier und Panzersperren dort. Oder unten Panzersperren. Siehst du, die versuchen es und sie scheitern. Sie scheitern einfach nur. Aber das ist Kaliber... Ah, das ist ein schweres MG. Das ist eine Kampfstellung, kein MG-Trupp, ne? Und schließlich muss hier und leider unser MG-Trupp auch arbeiten. Deswegen die Jungs so hinsetzen. Na, damit die halt wirklich die Hauptarbeit hier machen. Was ja auch unfassbar wichtig ist. Die sollen hier den Aufstieg sichern. Der soll hier den Aufstieg sichern. Der Kollege soll hier den Aufstieg sichern. Der hier hält schon das Gebiet und das hier eigentlich auch. Aber ich glaube, ein zweites MG-Nest so als Sicherung ist ganz gut. Guck mal, hier haben sie auch Panzersperren oder haben wir die selber gebaut? Ne, wir wollten ja hier keine bauen, aber Minen haben wir die gebaut. Aber die hier, die stuppt die Fetter so durch. Das interessiert die ja gar nicht. Ganz ehrlich. Da lacht die. Das ist auch gut. Das verbessert die Panzerung vom M4A1 Sherman. Auch, denke ich, ganz, ganz wichtig. Siehst du, der... Tatsächlich, der kommt da doch nicht durch. Also der nicht, wahrscheinlich nur die Stuck. Krass, hätte ich jetzt echt so nicht vermutet. Er hat wirklich ordentlich Arbeit geleistet hier mit dem Verbarrikadieren, ne? Wo soll der denn jetzt hinragen? Das sieht so aus, als ob der nach hier... Ja, stimmt, der hält hier. Okay, der ist durch. Danach hier verstärken. Danach hier verstärken. Läuft! Läuft, läuft, läuft. Der Kollege hier ist auch durch. Ja. Was? Kam hier eine Stuck hoch? Scheiße, dann ganz schnell hier eine Barrikade hochziehen. Auf jeden Fall. Na, wenn hier eine Stuck hochkommt, das ist gar nicht gut. Ah, Sherman, los, Angriff, Jung. Noch so gerade eben im Gebiet gesagt, ich will auch ein MG haben. Hier war ja noch irgendwo ein Marder. Da ist er. Hol ihn dir. Auch wenn der Marder wahrscheinlich besser ist gegen uns. Deswegen müssen wir auch flankieren. Zu spät. Haben wir aber noch geschafft bekommen. Ja, ich weiß, wir haben so viel Munition. So ist das halt, wenn man ein gutes Gebiet hält, ne? Eins. Hier in Deckung. Hier oben ist unser Panzer. Der fährt mal durch. Der sollte auch direkt unterstützt werden eigentlich. Ah, ja, genau. Apropos, hier. Verstärken. Der Kollege. Wir haben kein... Scheiße, wir haben kein weiteres Depot dafür. Ha. Das ist blöd. Das ist blöd. Das ist blöd. Das ist blöd. Dann würde ich sagen... Boah. Ah, der musste verbessert werden. Genau, der ging ja nach hier. Stimmt, der ging ja gar nicht nach unten. Scheiße. Aber da sind die Jungs schon und bauen hier den Stacheldraht. Das ist sehr gut.
Haben wir hier nicht irgendwo noch Panzerfahrzeuge? Ja, da habe ich doch irgendwo was gesehen. Oder waren das nur Gebäude? Das kann auch sein. Wäre auf jeden Fall unfassbar ärgerlich. Phosphorbombe, wofür ist denn die? Ah, anvisierte Fahrzeug. Dann soll er sich so rumdrehen. An 90 kriegen wir erst einen neuen. Scheiße. Leider. Da, Fahrzeug, 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 Feuer. Scheiße, jetzt drückt dem einen. Sehr schön. Fahrzeug vernichtet. Haben wir hoffentlich noch eins obendrauf angerechnet bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt drei haben. Drei Fahrzeuge mit dem. Ja. Ich denke mal, sieht gar nicht schlecht aus. Das sind wir jetzt. Sehr schön. Alles einmal schön angeguckt hier. Also man kann ja anhalten und dann sich das nochmal genauer angucken, wer möchte. Oh, oh, guck mal. Ah, scheiße. Das ist das mit den Siegmarken, ne? Noch einen kleinen Ticken mehr, ne? Nur ein... 50 Infanteristen. Ne? Nicht mal 50 Trupps, sondern nur Infanteristen. Einzelne Infanteristen. Da fehlt noch einer. Einer muss nur mit dem MG erlegt werden. Und dann haben wir es. Ne? Hätten wir es erledigt, bräuchten wir keine MGs mehr holen, weil so gerne spiele ich mit denen nicht. Ich habe da lieber mehr andere Infanterie. Ich bevorzuge. Ja, aber den haben wir fast fertig. Und hier haben wir tatsächlich sogar vier. Ui, haben wir gar nicht mitbekommen, so schnell. Gut, der hat da oben ja auch teilweise alleine gearbeitet. Aber das ist das Problem hier ist, wir kriegen drei Kills hin. Und dann ist das Match durch. Ne? Und den dritten Kill, den haben wir nur so gerade eben noch bekommen, weil er gerade was am Produzieren war. Und das, weil es kein Panzer war, sondern nur ein LKW. Ne? So ein Opel Blitz LKW mit einem Geschütz. Eine 8-8 da hinten dran. Wäre das kein Truck gewesen, dann hätten wir den auch nicht zerlegen können. Das ist das Traurige. Ja, und rechne jetzt mal durch. 50 Stück, 2 pro Runde. Da machst du zig Runden, bis du es endlich fertig hast. Deswegen überlege ich tatsächlich eine Einzelspielerpartie. Ne, hier sieht man ja, oder ein Gefecht gegen die KI. Ne, genau sowas wollte ich mir machen. Ein Gefecht gegen die KI. Und die KI dann halt mit den Panzern zum Beispiel einzukesseln in ihrem Gebiet, ne, oder so die Karte nur zur Hälfte mit Absicht zu halten und dann halt den Rest so zu halten und die Fahrzeuge kommen lassen, zerstören, damit man da halt mal ein bisschen Fortschritt kriegt, weil sonst wirst du ja nie damit fertig, ne, genau, und ich möchte auch nicht immer nur die Amerikaner spielen, ich möchte ja auch mal ein bisschen Abwechslung hier in den Gefechten haben. Und deswegen ist es halt wirklich schwierig dann bei 50 Fahrzeugen, die man zerstören muss. Ja. Gewinnen Sie 5 Mehrspieler-Matches mit einer beliebigen Teamgröße. Ach, dann sind das wirklich richtige Mehrspieler-Matches. Okay. Das ist natürlich doof. Koop zählt also doch nicht hinzu. Schade. Aber gibt 250, sollte man überlegen, wirklich mal zu machen. Ja, und die hier können wir uns eigentlich auch schon mal holen, ne? Ja, aber ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall alles dann erst in der nächsten Folge. Da sehen wir uns dann auch hier wieder bei Company of Heroes 3.